Da muss ich gerade wieder dran denken, wie ja die Sache mit dem Coronavirus angefangen hatte im Frühjahr 2020. Und wie ich hier auch durch die Baumfarm gerannt bin, hier Holz gekloppt habe und dabei drüber geredet habe, ja, wir haben jetzt hier März 2020 und wenn die Folge rauskommt, dann ist irgendwie Mai 2021, nee, 2020 natürlich, also 2 Monate später. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie dann die Situation sein wird mit dem Coronavirus und ob das dann noch so ein großes Thema ist. Es war halt wirklich genau in der Anfangszeit, wo es dann halt schon so Gemunkel gab, ob man die Schulen zumachen sollte und so weiter und die ganzen Geschäfte schließen sollte. Lange ist es her schon wieder, aber ist hier einfach frech im Baum gewachsen, auch okay. Aber ja, jetzt haben wir Oktober 2021, ne? Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, dann könnte es vielleicht sogar schon November sein. Auch das ist möglich. Also sie wird im Oktober aufgenommen. Aber eventuell ist dann schon November. Gerade den Terminplan nicht im Kopf oder den Releaseplan nicht im Kopf. Jedenfalls kann man wohl sagen, dass das Thema leider immer noch nicht um ist. Aber es wachsen die ganzen Bäume, ist ja der Wahnsinn. Aber es ist ja so halbwegs ein Licht am Tunnel zu erkennen, vielleicht. Naja, musste ich auf jeden Fall gerade dran denken, dass ich hier in meinem jugendlichen Wahnsinn da mal drüber geredet habe, von wegen, ja, jetzt mal gucken, wie es dann im Mai ist und dann sehen wir weiter. Aha, im Mai. Na klar. Natürlich. Fritte im Mai. Da wird schon wieder alles vorbei sein. Naja, hinterher ist man immer schlauer, würde ich sagen. Und ich glaube mal, die Hoffnung hat da vor allen Dingen erfinderisch gemacht, sag ich mal. Beziehungsweise man muss ja auch sagen, dass es ja so eine Situation auch noch nicht kannte oder noch nicht gab, ne? Muss man ja an der Stelle mal so sagen. Weiß nicht, wie das euch so geht, aber vermutlich habt ihr sowas in der Art auch noch nicht miterlebt. Sowas wie Pandemien oder sowas, das war natürlich. Natürlich wusste man, dass es sowas gibt und dass sowas mal ausbrechen könnte, eventuell. Aber irgendwie war man dann doch in dem Glauben, dass das ja, Schnee aus der Vergangenheit ist oder Schnee von vorvorgestern sozusagen. Und dass sowas ja heutzutage gar nicht mehr passieren könnte, weil, ja, warum auch immer. Aber der Ansicht waren, glaube ich, dann doch viele, also dass man sich das gar nicht vorstellen konnte, dass hier einfach mal eine Pandemie das Land lahmlegt. Mehr oder weniger. Schon interesting. Wobei man es ja eigentlich, da muss man auch sagen, eigentlich an China schon hätte sehen können. Denn da ist das Ganze ja schon Monate vorher umgegangen, also das Virus. Ist ja schon viel früher losgegangen als bei uns. Dass dort die Provinz Wuhan, glaube ich, war es, ne? Dann dicht gemacht wurde und so weiter. Ja. Also man hätte. Aber man sagt sich ja dann doch so, ne, ja gut, wenn das in China ist, ja weit weg und so. Und ja, dementsprechend denkt man sich, sowas würde ja in Deutschland nicht passieren. Aber siehst du mal, ich meine, in Deutschland wohnen auch nur Menschen und die können sich genauso mit Sachen infizieren wie auch in China. Weil am Ende sind es halt alles Menschen und relativ baugleich noch dazu, ob die jetzt aus China kommen oder aus Deutschland oder sonst woher. Und von daher hat das gar nicht mal so lange gedauert, bis das dann auch hier herkam. Naja, aber wollen wir nicht über das Thema reden? Ich meine, das ist ja eh ein Thema, worüber, glaube ich, genug gesprochen wurde und wird. Und ich weiß nicht, wie lange das Thema noch
auch die öffentlichen Debatten, sag ich mal, bestimmen wird. Ich fürchte, es könnte noch ein bisschen andauern. Aber ja, man kann ja nur das Beste hoffen, was das angeht. Die Situation hat sich ja schon ein bisschen gebessert, immerhin. Insofern, dass man wieder ins Restaurant kann und so weiter. Das ist ja schon mal was, ne? Immerhin, sag ich nur, immerhin. So. So, mal den Tropenbaum einmal. Das ist auch übrigens so ein, ja, fast schon Phänomen, was meinen Kanal angeht, um da mal einen ganz harten Themencut reinzubringen. Es gab hier in diesem Minecraft Let's Play eine Folge, ich glaube Folge 162 oder so, irgendwie sowas um den Dreh. Ist schon ein bisschen was her. Und die Folge hat den sagenhaften Titel: Einen Tropenbaum in Boden hauen. Was einfach nur eine Folge war, in der ich einen Tropenbaum in der Nähe von unserem immer noch nicht fertigen Schlösschen, ja, so lange besteht diese Baustelle schon, weil ich den dort in der Nähe gepflanzt habe. Weiß gar nicht, ob der heute immer noch steht. Müsste er eigentlich. Ziemlich sicher. Müssen wir mal schauen später. Und aus irgendwelchen Gründen, und ich weiß wirklich nicht wieso, ist das eine Folge, die unfassbar viele Aufrufe gemacht hat damals. Das ist halt wieder wahrscheinlich so ein YouTube-Algorithmus-Ding, wo man halt auch nur sagen kann, ja gut, wie soll man das denn, also wie soll man da dahinter kommen überhaupt? Warum jetzt ausgerechnet dieses Video? Also es war kein Video, wo ich irgendwie, was weiß ich, das irgendwie stark beworben habe oder sowas oder irgendwie bei YouTube gesagt hat, hier habt ihr ein bisschen Geld, rankt das mal besser, die Möglichkeit gibt es ja wohl auch. Habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht. Also diese Folge, ich weiß auch kein Video, wo ich ein besonders tolles Thumbnail hatte oder sowas, dass man es deshalb sagen könnte. Also ich weiß nicht, wir hatten einmal eine Folge, da war der London Silver mit als Gast dabei, da haben wir über verschiedensten Kram geredet, unter anderem über Gronkh. Und dementsprechend habe ich dann halt auch in den Titel irgendwas mit Gronkh reingeschrieben. Und das hat dann, die Folge hat dann auch relativ viele Aufrufe bekommen. Aber ich vermute mal, weil es damals einfach noch zu einer Zeit war, wo Gronkh recht populär war. Und dann steht halt Gronkh im Titel und dann guckt man vielleicht mal eher. Oder, ne? Ist ja auch immer so ein selbstverstärkender Effekt. Je mehr Leute draufklicken, desto besser zeigt YouTube einem das an. Oder desto mehr Leute zeigt YouTube das an. Und je mehr Leute es dann sehen, desto mehr Leute klicken wieder drauf, etc. etc. Da war es auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber jetzt bei der Tropenbaumfolge irgendwie für mich gar nicht nachvollziehbar. Weil, wie gesagt, das Thumbnail, da hat man einfach nur diesen Tropenbaum gesehen, diesen Dschungelbaum. Und das war's. Also insofern sehr unspektakulärer Titel, sehr unspektakuläres Thumbnail und, wenn man ehrlich ist, wohl auch sehr unspektakuläre Folge, weil das war halt wohl das Highlight der Folge damals, vermute ich mal. Und deshalb habe ich sie so genannt. Also klingt jetzt nicht nach der Burner-Episode. Da hatten wir schon spannendere Abenteuer, sag ich mal. Aber wie gesagt, irgendwie, ja, warum auch immer, die Folge hat recht viele Aufrufe. So, hier ist wieder richtig Zombie-Invasion. Das hatten wir beim letzten Mal schon, als wir da am Bahnhof rumgebaut haben und auch richtig viele Zombies auf einmal ankamen. Okay, der Zombie, ich dachte jetzt, der greift vielleicht das Skelett mal an, aber da hat er keinen Bock drauf. So. Dann wieder mampfen. So. Okay. Naja. So, dann das hier mal weg. Ach so, ja, hier so. Truppen, Truppen. Sehr schön. Das war nix.
So, dann machen wir uns noch an den letzten Baum ran. Zumindest mal von den Tropen. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal, was Holz angeht. Klar haben wir jetzt keine Birke gesammelt und so weiter, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bestand gemacht und im Lager geguckt, was denn überhaupt fehlt. Insofern machen wir hier einfach mal ein bisschen Holz sammeln und dann geht's auch wieder zurück und dann gucken wir mal, ob wir mit dem Villager vielleicht irgendwie noch was aushandeln können. Das wäre doch sehr schön. So, und ich baue das Ganze ja hier immer so spiralenförmig ab bei diesen großen Bäumen. Einfach damit man da leichter hochkommt und auch sicher geht, dass man hier auch an die oberen Klötze drankommt von dem Baum. Aber der einzige Nachteil ist natürlich, dass hier theoretisch auch ein Zombie oder ein Creeper hochgehen könnte, wenn er denn schlau genug ist. Aber ich glaube, so schlau sind die, dass wenn die ja irgendwie sehen, okay, hier gibt es einen Weg nach oben, dass sie den dann auch nehmen. Fürchte ich. So. So, hier haben wir auch alles weg, glaube ich. Ja, dürfte so sein. Darf halt hier nirgendwo ein Baumstamm drin bleiben. So viel dazu. Gut, da ich nochmal geguckt habe. Denn sonst kann das Ganze ja auch nicht despawnen. Ah, jetzt sollte es eigentlich passen. Au. Au. So, hier auch. Hier dürften wir wohl auch alles haben. Sieht gut aus. Okay. Gut. Dann kann der Baum ja auch so langsam decayen. Hier auch ganz viele Creeper. Meine Güte. Ist ja hier der reinste Creeper-Wohlfühlpark direkt neben dem Tiere-Wohlfühlpark. So. Okay, 11 Setzlinge. Da pflanzt man natürlich gleich wieder neue Bäume hin. Ist ja klar. So, einen bräuchte nur noch. Dann könnten wir hier nochmal. Aha. Oh je. Puh. Das war knapp. Ich glaube, das war knapp. Naja. Ja, Enderman nimmt wieder alles auseinander. Man kennt's. So. Gut. Dann haben wir erstmal hier alles gesammelt. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis hier die Sachen. Die ganzen Blätter, die spawnen sind. Damit wir hier die ganzen. Ne, die ganzen Setzlinge noch kriegen vom Tropenbaum. Ups. So. Und dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Was war denn hier eigentlich meine Mission? Bin mich ganz sicher. Der Tiere-Wohlfühlpark. Da habe ich, glaube ich, auch ganz viel im Creative Mode reingemacht, ne? So Pandas und sowas und Wölfe, Füchse vielmehr. Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass wir Füchse mal jemals geholt haben. So. Au. So, dann schauen wir da nochmal. Hier liegt nochmal ganz viel Zeug rum. Sehr schön. Ja. Das können wir erstmal hier einpflanzen. Einpflanzen, vor allen Dingen hier in die Kiste tun, meine ich. Und dann treten wir auch schon die Heimreise an. Beziehungsweise das können wir ja eigentlich auch mit der Lore machen. Das würde sich hier anbieten. Ja, super hast du das gemacht. Echt toll, Herr Enderman. So. Dann nehmen wir die Lore, wie gesagt. Und fahren damit einmal Richtung Heimat. Sehr schön.
hier ist wieder Monsterparty, also hier sollten wir vielleicht wirklich nochmal ausleuchten. Ja, das Ding müssen wir auch noch irgendwie, oh, toll. Das müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen. So. Die Redstone-Schaltung da. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe überlegt, ob vielleicht diese Schuld-Sensor-Dinger, die ja dann noch kommen sollen, ob die dann vielleicht helfen könnten, das zu bauen. Aber da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ja, auch hier dieses ganze Strandding. Viele unfertige Bauprojekte hier überall. Aber es gehört bei Minecraft halt auch gefühlt irgendwie dazu. Denn Ideen kriegt man immer relativ leicht. Nur die Umsetzung ist dann das, wo es schwieriger wird. So, hier ist tatsächlich schon mein Card, auch gut. So, könnt ihr jetzt hier direkt ins Lager gehen, aber ich gehe nochmal kurz außen rum, einfach um zu gucken, ob wir hier noch den Tropenbaum haben. Den Tropenbaum, da ist er. Das müsste ja sein, ne? Ja. Direkt neben unserem Häuschen. Das ja, das hier ist er, genau. Das ist der Tropenbaum aus besagter Folge, wie gesagt, 162 oder irgendwie sowas. Also, die Folge hieß ja einfach nur einen Tropenbaum in Boden hauen und das war's. Ja. Und der steht jetzt hier rum. So, haben wir irgendwo Glück? Hier haben wir Behutsamkeit. Damit kann man das doch hier bestimmt abbauen, oder? Yes, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Ja, ja. Hier hätten wir dieses Garagentor. Oh, toll. Jetzt haben wir da gar nichts mehr. Da hatten wir dieses Garagentor, weil wir auch mal so eine Mod hatten, die irgendwie verschiedene Arten von Türen erlaubt hat oder reingebracht hat ins Spiel. Und da haben wir uns dann mal so ein Garagentor gecraftet und das dahin gepackt. Das war auch eigentlich eine ganz lustige Mod. So, aber die haben wir jetzt halt nicht mehr, ne? Und insofern gibt es diese Blöcke auch nicht mehr. So, dann schmeißen wir mal den ganzen Kram in die Kisten. Können wir auch ruhig noch mehr reinpacken. Eigentlich könnten wir auch immer einen Schulker hinbauen, theoretisch. Könnten wir machen. So, dass der dann immer das Zeug hier gleich in die Kiste reinmacht. So. Okay. Ja, schön ist es, ne? Schön ist es. Was ist denn das da eigentlich für ein Baum? Gute Frage.